Er weigert sich, den Landtag zu verlassen. Den Polizisten bleibt nichts anderes übrig. Sie greifen zu und tragen den parteilosen Abgeordneten Heinrich Fichtner aus dem Plenum. Zuvor hatte der Ex-AfD-Politiker mehrere Ordnungsrufe kassiert. Schließlich schloss Landtagspräsidentin Muhterem Aras von den Grünen ihn nach einem Redebeitrag von der Sitzung in Stuttgart aus. Fichtner hatte sich ausländerfeindlich geäußert und auch die Landtagspräsidentin persönlich angegriffen. Den Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP rief er zu, sie sollten in der Königstraße die Scherben ihrer Politik aufsammeln. Nach dem Eklat wird die Landtagssitzung vorübergehend unterbrochen. Das Präsidium beschließt, Fichtner von 5 Plenarsitzungen auszuschließen. Der kündigt an, deswegen vor das Verfassungsgericht zu ziehen.